Meine lieben Freunde, willkommen heute wieder zu einem neuen Video und zwar OGTonySneakers.com. Ihr seht das jetzt hier auf dem Paket. Link wieder zu, das ist in der Videobeschreibung. Wir haben einen Jordan 1er drin. UNC, was wir auch schon vorgestellt haben in den letzten Wochen. Wir werden heute trotzdem gemeinsam hier reinschauen. Viel Spaß und wie gesagt, Link in der Videobeschreibung zu meinem Instagram auch. Da einfach mal reinfolgen. Falls dieser Kanal hier wieder gesperrt wird, wirst du da neue Informationen über einen neuen Kanal erhalten. In der Kürze liegt die Würze. Schön kurz und knackig. Ja, hier das Intro, hier schauen wir gemeinsam direkt rein. Wir sehen jetzt hier schon, ja, unsere Box, wir haben den Deckel gerade gesehen. Hier unser Box-Label. Ja, alles so top, wie es sein soll. Hier haben wir unsere Schuhe und zwar die Jordan 1er hier mal in einer etwas kleineren Größe. Wir sehen, ja, also Schuhe in einer kleineren Größe sehen sowieso ein bisschen schöner aus, weil sie einfach viel kompakter aussehen und nicht so riesig. Ja, wir sehen jetzt hier gleich schon die Qualität. Überall top. Ja, so wie ein Jordan 1er sein muss. Die Nähte hier, die Stoffe stimmen. Wir haben wirklich dieses weiche Fell vom Jordan 1er. Hier sehen wir schon leicht, können wir auch diese... Ja, wir sehen das schon wirklich ganz sanft. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Hier das Leder, das grobe Leder. Auch hier am Nike-Haken sehen wir das. Sieht wirklich schick aus hinten. Auch hier haben wir die Curve perfekt drin. Wir haben das Leder hier an den Ecken sowieso perfekt verarbeitet. Wir sehen das hier schön jetzt hier im Fokus. Und hier auch nochmal alles top. Also wirklich Qualität stimmt hier beim Jordan 1er. Von der Seite OGTonySneakers.com. Ja, hier alles auch super verarbeitet. Schaut euch das an. Ja, Jordan 1er, auch hier die Lasche. Wir sehen, guck mal, wie perfekt die hier ist und wie kompakt die ist. Wir können die richtig zusammendrücken. Die fällt wieder in seine U-Form zurück und schön also bläht sich das auf. Wir sehen, dass hier im Allgemeinen viel Volumen drin ist. Das schaut, man sieht einfach ordentlich aus. Ja, also auch die Form, alles. Hier mit den Nike-Haken, wenn wir hier von der Seite nochmal gucken, sehen wir gleich hier auch nochmal das Hintere, wo dann nochmal der ganze Text steht, inklusive nochmal der Herkunftsort, China. Hier haben wir nochmal unseren Zeichentrick drin, hier innen drin haben wir auch schön alles ausgekleidet und schön mit Volumen gefüllt. Innen drin ist der Jordan ja nackig, oft, ja, bei Nike, nichts Neues, sonst im Allgemeinen die Front sehen wir, sieht wirklich perfekt aus. Wirklich perfekt. Wir haben hinten die Sohle, das sieht auch super aus, hier auch alles sehr schön gecolored und die ganze Sohle sieht eigentlich perfekt aus, also auch farblich sieht das super aus. Auf der Kamera sieht es ein bisschen trüber aus. Das ist aber nur wegen meiner Farbeinstellung in der Kamera. Jede Kamera schaut da ein bisschen anders aus. Vielleicht werde ich das in der Nachbearbeitung ein bisschen hochziehen. Ja, aber in echt sieht ja ein bisschen blau aus. Auf der Kamera sieht das sehr, sehr, sehr trüber aus. Aber kommt denen schon so nah. Es geht ja hier größtenteils um die Qualität. Ihr seht es ja, wie ordentlich hier die Qualität ist. Und das sieht man auch hier an den Ecken. Überall sieht das wirklich top aus. Das Leder wirklich perfekt. Wir können uns den Schuh nochmal so angucken. So von allen Ecken und Kanten sehen wir, dass das wirklich eine super Version ist und auch hinten, auch von oben frontal, ist das wirklich top, top, top verarbeitet. Was haben wir im Karton noch drin? Auswechselschnürsenkel nochmal in diesem Blauton, ja, genau derselbe Ton wie der Schuh auch ist. Wir haben hier nochmal StockX Sachen drin, Stickerkarte und der Anhänger. Und dann habe ich hier nochmal die zweite Version. Die schaut dann genauso ordentlich aus wie die erste Version, die wir gerade gesehen haben. Hier nochmal unser Wing und nach, auch die Nähte, ja, verfolgt die mal, wie clean die sind. Das ist wirklich insane. Ja. Ja, wir kennen die Version. Die meisten Menschen, die mich hier länger verfolgen, wissen, dass das wirklich eine super Version ist. OGTonySneakers.com, schreibt die Seite an, da könnt ihr auch mit PayPal zahlen. Da einfach die Seite kontaktieren und da werdet ihr schon zurechtfinden. Und dann kriegt ihr da eine super Version. Und zwar genau diese für unter 100 Euro, knapp mit Versand. Dann kommt ihr ein bisschen wieder drüber. Ich sag mal so, zwischen 100 und vielleicht 150 Euro kriegt ihr da auf jeden Fall eine ordentliche Version. Das in eurer Größe und das mit schnellem Versand aus China, aber wirklich ein sehr sicherer Versand für die Menschen. Die kennt ihr eigentlich schon, 3x-Versand. Sprich, keine Zollprobleme. Checkt die Seite aus, Links zu der Seite in der Videobeschreibung. Das war's zum Video. Wunderschönen Tag noch und ciao!